York. Pause. Ich habe mir sowas, ja, so ich weiß ja auch nicht, was es ist, so aus so einem Falafel-Shop geholt. Da gibt's auch Brot und einen Saft dazu. Und ja, es ist super schönes Wetter, deswegen habe ich es zum Mitnehmen gemacht und sitze jetzt hier in so einem Park. Also, ich bin aufgeplatzt im Sofakissen. Habe nicht wirklich was mit meinen Haaren angestellt. Und ja, jetzt ist es schon gegen 4. Ich bin jetzt fertig mit meiner Tour für heute und mache mich jetzt auf meinen Weg. Mir ist auch schon kalt. Langer Tag, ich bin fix und fertig. Wie sehen meine Haare eigentlich aus? Egal. Alles begann damit, dass ich heute früh eine halbe Stunde in der Subway-Station saß und man uns dann mitteilte, dass es kein Service ist an dieser Station. Also bin ich 20 Minuten zu einer anderen Station gelaufen und bin dann in einen anderen Zug eingestiegen. Und in New York ist es auch gerne mal so, dass wenn du in dem Train bist, die sagen, okay, der fährt heute anders. Er fuhr also anders. Das heißt, ich war dann ganz woanders, musste nochmal umsteigen. Ja. Dann war ich die ganze Zeit wieder in New York unterwegs. Mit Sabrina. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben so viel gelacht heute. Dann haben wir noch einen Saft getrunken nach der Arbeit. Und dann war ich noch Schuhe shoppen. Und jetzt bin ich zu Hause. Und jetzt muss ich schnell duschen, weil dann geht es schon wieder weiter. Ich gehe jetzt mal wieder aus. Ich war die Woche noch nicht, es ist Mittwoch. Also, ich freue mich. Und dann kam heute noch diese Kopfhörer an. Also noch ein anderes Powerbank, die habe ich jetzt gerade nicht hier. Und zwar sind das so Wireless Kopfhörer, was super cool ist. Da, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt hatte, aber meine Kopfhörer sind ja kaputt gegangen. Und das war der Horror. Richtig, richtig schlimm. Aber jetzt habe ich endlich wieder an. Welche? Und zwar von Studio. Das ist eine schwedische Firma, soweit ich weiß. Ja, ich mag das nicht so gerne, wenn man die so ins Ohr steckt. Die anderen, die ich habe, die sind anders. Die werde ich morgen nochmal ausprobieren. Aber ist halt ganz cool, weil man halt nicht noch ein Kabel extra hat. So, Leute, ich bin ziemlich... Also, ich muss mich ziemlich beeilen. Das ist der Look. Einfach ein Top, ein Rock. Und meine neuen Schuhe, beachtet nicht das Chaos da unten. Und das wieder, ich sehe so mega rot aus, weil auch alle meinten, na, das ist eh nicht die Kamera bei dem Sonnenbrand. Doch, weil jetzt bin ich wirklich nicht mehr rot. So, das ist mein Make-up. Ich habe euch neulich mal die Make-up-Routine auf Snapchat gezeigt. Da heiße ich übrigens Kleinstadt Carrie, aber ohne E am Ende leider. Und ja, jetzt muss ich auch schon los. So, Leute, weil viele interessiert sind, wie das hier ist mit dem Feuer in New York. Meistens geht man vorher noch was essen. Hier gibt es zum Beispiel Spargel und Pommes. Also nicht halt gesund, aber super lecker. Und ja, danach ist Früchte. Und jetzt gibt es Dessert, und zwar einfach Früchte. Aber was noch viel besser ist, das hier, ich kann es kaum erkennen, aber es ist Fried Oreo Kekse. Das haben wir hier noch. Ich sag euch, es gibt nichts Leckereres. Lunch Break. Ich starte den Freitag mit einem leckeren Frühstück. Mal wieder im Bett. Ich habe die schlechte Angewohnheit,
hier immer im Bett zu frühstücken. Ganz schlimm, ich weiß. Ja, gibt Melone, Avocado und Nutella-Knäckebrot. Ich bin gerade im Gym und weil ich nicht so viele Geräte zur Verfügung habe, mache ich ganz gerne die Trainingseinheiten von Fitness Blender. Mache ich heute so ein Full Body High Intensity Workout und ich teste mal die Kopfhörer. Wie ihr wisst, waren meine ja kaputt und ich habe welche von dieser Marke hier zugeschickt bekommen. Ich bin jetzt noch ein bisschen auf dem Bike und ja, die Kopfhörer, also fürs High Intensity Training sind die leider nichts. Das war aber eigentlich schon klar, weil ich die ganze Zeit am Hüpfen bin. Also aber ansonsten finde ich die halt so mega schön mit dem Roségold und für die Subway ist es halt perfekt. So für unterwegs oder auch fürs Radfahren und so. Also echt richtig schön. Könnt ihr mal vorbeischauen. Sind auch gar nicht so teuer, die Kopfhörer. Gerade als ich im Fahrstuhl war, diese Außentür nicht auf. Ich gucke mal, ob es jetzt geht. Ich habe irgendwie Angst. Ich nehme am Ende eh die Treppen. Das war so gruselig, weil ich neulich erst darüber gesprochen habe, dass Fahrstühle ja stecken bleiben. Oh Gott, ich bin außer Atem. Okay, ich hoffe, jetzt kommt hier niemand raus. Schauen wir mal. Seht ihr? Die Außentür geht nicht auf. Die stand vorne drin. Ich habe so Angst, weil er ist jetzt da, aber die Tür geht halt nicht auf. Okay, also wir hätten Treppen gelaufen. Ist ja eh sportlicher, ne? Halt auch ein bisschen gruselig. Weil das Licht immer erst dann angeht, wenn man da ist. Okay. Da sind 4 Paar Schuhe. Das sind 2 Paar, 1 Paar. Stehen noch welche. Ob ich einen Schuh-Tick bekommen habe in New York? Also das sind die 3 Paar, die ich mir neulich gekauft habe. Und bei denen hier von Express, die haben einfach 2 unterschiedliche Sohlen drin. Und da haben die mir einfach 15% Rabatt gegeben. Also super cool. Und stört der überhaupt nicht. Die finde ich auch ziemlich cool. Die sind von Aldo. Und die sind auch von Aldo. So, mein Make-up ist so gut wie fertig. Ich gehe dann mal wieder aus. Vorher mache ich jetzt immer noch ein bisschen Uni, denn in 4 Wochen geht es für mich schon wieder nach Deutschland und da muss ich eine Prüfung nachschreiben. Gott, ich bin so froh, wenn die Uni wirklich dann fertig und durch ist. Aber was muss, das muss. Eigentlich wollte ich heute zu meiner Freundin nach Jersey fahren, aber die hat jetzt leider doch keine Zeit. Und deswegen gehe ich feiern. Ihr müsst auch langsam denken, ich habe eine Macke, habe ich auch. Ja. Aber meine Freundin hat mir dann geschrieben und ich dachte mir so, okay, na gut, ich bin dabei. Und ja, jetzt habe ich den ganzen Tag ein bisschen gechillt, mich hier in meinem Bett gesonnt. Und jetzt habe ich mich gerade geschminkt, jetzt muss ich noch meine Haare machen. Ich habe erst überlegt, ob ich die vielleicht mal so lasse, im Naturzustand. Ich finde, das Set sieht ganz cool aus, so kurz nach dem Föhn, aber meistens gefällt es mir dann 2 Stunden später nicht mehr. Ja, und ich will euch nicht langweilen, aber nächste Woche wird auf jeden Fall richtig spannend, weil meine Mädels kommen. Oh mein Gott, ich freue mich so unendlich und ich überlege vielleicht täglich zu vloggen, weil wir bestimmt richtig viele Momente nehmen werden, also nicht nur bestimmte, auf jeden Fall. Und es ist auch das Justin Bieber Konzert nächste Woche hier in New York, wo ich hingehe. Und ja, also nächste Woche wird auf jeden Fall richtig fancy.